Hallo und herzlich willkommen zu einem Pflanzen gegen Zombies Let's Play von mir, schon mehr. Das letzte Mal haben wir ein paar Minispiele gemacht mit meiner Schwester und dieses Mal ist sie nicht mehr dabei. Und ich habe hier ein bisschen vorgegießen, gossen, gegast, gegast, was auch immer ihr das nennt, um hier ein bisschen hier die Blumen wachsen zu lassen, dass wir hier nicht zu lange warten müssen wegen dem Gießen. Und danach werden wir natürlich weiterhin Minispiele machen. Yay. Und zwar geht's dieses Mal mit Geisterhaft weiter. Oh. Ich mag Geisterhaft nicht. Weil, ja, man kann es sehen, hier sieht irgendwas eigenartig aus. Irgendwas fehlt. Aber, oh, ich mag Geisterhaft doch. Ich dachte, du musst die eigene Pflanze mitnehmen. Aber hier kriegt man ja hier geschenkt. So. Und genau jetzt habe ich leider nicht die, den Haken, die Heche, die, den Rechen dabei. So heißt der. Obwohl er jetzt ziemlich nützlich wäre, weil wir wissen ja nicht, wo die Zombies spawnen. Gefährlich! Hoffen wir einfach mal, dass der irgendwie hier oben spawnt oder am besten gar nicht überhaupt das komplette Level durch, weil das wäre irgendwie noch viel einfacher, aber es wäre auch irgendwie langweilig. So, oh, okay, ich denke, hier kann man sehen, wo er gespawnt ist. Pow! Und darum sollte man auch so schnell wie möglich Walnüsse hin tun, selbst wenn man hier hinten noch nichts pflanziert hat. Und ich tue einfach mal hier unten ein zur Sicherheit hin, nicht dass hier jetzt irgendwelche Zombies durchkommen. Und das Gute ist, dass es ein Pool-Level ist, weil bei den mittleren Reihen sehen wir dann auch, wann ein Zombie kommt. Weil das macht dann so einen Platsch, glaube ich, hoffe ich. Warte, ich muss mal was testen. Oh. Ich wollte den Schnauzer Cheatcode testen und man kann ihn nicht sehen und das Problem ist, hier ist irgendwie ein Zombie vorbeigekommen, ich habe keine Ahnung wie, aber wir hatten ja zum Glück noch hier einen super tollen Rasenmäher, der jetzt auch super toll aussieht. Aber mittlerweile sollten wir relativ sicher sein. Ich mache zur Not einfach mal ein Eispilz. Okay, gut, weil ich wollte nur wissen, ob hier beim Pool ein paar blöde Zombies sind, die sich da verstecken. Das wäre echt nicht toll. Und wie ihr schon hören könnt, ist hier oben ein Eisenhand-Zombie. Und der hier, der nervt ziemlich, der will nicht sterben. Der Zombie hier. Warte, ich kann ihn hier nicht drauf tun. Ach ja, stimmt, wir haben hier das Reparierungskit gekauft, da können wir jetzt hier die Walnüsse auf, verletzte Walnüsse drauf tun und dann sind die sofort wieder ganz, nur dann verliert man halt hier die Walnuss. Also ich mache das einfach mal hier drauf und jetzt ist die Walnuss davor weg. Nur das ist halt sicherer, um, keine Ahnung, es ist halt sicherer. Weil man könnte ja mal nicht aufpassen und dann kommt die doch durch und wow, es hört ja gar nicht auf mit dem Geknabberer hier. Die wollen echt nicht sterben. Total unhöflich. Wollen meine ganzen blöden Walnüsse wegfressen. Und so. Irgendwie bekommen wir relativ wenig Pflanzen. Die fressen hier viel zu lange rum. Das ist total uncool. Das gefällt mir gar nicht. Und die sollen endlich mal aufhören. Ich habe Angst, dass die hier oben vorbeikommen. Ich weiß nicht, welche Zombies hier sind. Ich benutze einfach mal so einen. Nur zur Sicherheit. Und dann sollten wir mal hoffen, dass es jetzt relativ gut weitergeht. Und oh nein, hier ist einer durchgekommen. Und jetzt haben wir keine Pflanze. Los. Oh, oh. Oh, man hört schon, es ist eine mit einem Helm. Und, oh, das könnte ein Problem sein. Wir haben hier zum Glück noch ein paar Rasenmäher. Und ich habe es zwar schon erwähnt, aber ich werde es nochmal erwähnen. Die Minispiele sind jetzt wirklich ein bisschen anspruchsvoller. Oh man, hoffentlich bekommen wir jetzt was Gutes. Oder gar nichts. Ah, okay. So viel dazu. Ah, der zweite Rasenmäher ist jetzt schon weg. Man sieht schon, wie viel schwerer die Level hier sind. Und hier ist jetzt auch schon Zombie. Wir haben gar nicht genug Pflanzen. Ah, das ist gefährlich. Und ich glaube, den hier, den behalte ich zur Sicherheit. Oder hier. Hier, ich tue ihn einfach hier in Pflanzen. Weil es sieht hier ziemlich gefährlich aus. Weil die Reihe hier muss jetzt echt gut beschützt werden. Und das sieht schlecht aus. Denn hier fehlen uns die Rasenmäher jetzt, die sind jetzt schon weg. Oh Junge. Das ist gefährlich. Oh.
Es ist jetzt auch blöd, dass unser toller Dings hier, unser Matschkürbis nicht dahin kann. Ich hoffe, dass wir eine gute Pflanze bekommen. Nein, ich hoffe, dass wir als nächstes eine gute bekommen, weil wenn wir keine gute bekommen, dann haben wir verloren. Und alles. Das kann uns noch irgendwie retten, wenn hier ja, genau, wenn wir einen Matschkürbis bekommen. Wir haben ihn bekommen und irgendwie passiert nichts, weil er den nicht sehen kann. Weil er da zu weit weg ist. Ich glaube, ich tue das Level einfach mal neu starten, weil wir tun hier einfach nur Zeit verschwenden. Und das Level hier ist echt nicht so einfach. Weil man echt Pech haben kann mit den Pflanzen. Ich hoffe, dass es dieses Mal besser läuft, aber ich werde kurz ins Hauptmenü. Denn mir fällt ein, ich könnte ja eigentlich den Rechen kaufen. Ding! So. Jetzt sollten wir es eigentlich neu spielen. Jetzt sollten wir das eigentlich relativ gut hinbekommen. Am Anfang auf jeden Fall. Es kann ja noch ein bisschen gefährlicher werden. Hoffen wir natürlich, dass es nicht so ist. So. Da wir wissen, da hier der erste Zombie ist, können wir schon mal auf die anderen rein. Hier die nächsten Pflanzen hin tun. Dann sollten wir da auch relativ sicher sein. Ich hab jetzt... der kommt voll früh. Blöder Zombie. So. Was soll ich jetzt sagen? Ach ja, ich hab jetzt übrigens auch Super Smash Bros. 3DS für den 3DS. Wow. Und es macht so viel Spaß. Unglaublich. Es ist einfach nur ein tolles Spiel. Ja, sollte ich nur mal so erwähnt haben, da ich ja sowieso erwähnt habe, was ich mir so für Spiele gekauft habe. Und da ich das auch schon erwähnt habe, kann ich jetzt sagen, dass es auch endlich angekommen ist. Und was mir hier gefällt, ist, dass wir relativ viele Eispilze bekommen. Und mal schauen. Dann wollte ich da nicht hin tun. Ich tue einfach mal ein Eispilzen zur Sicherheit, weil die kommen hier. Oh. Ich wollte gerade sagen, der kommt relativ weit und dann sehen wir schon den Kopf fliegen. Und das Wichtige ist, dieses Mal sollten wir Matschkürbisse behalten. Und ich habe mir zum Glück die Poolreiniger gekauft, weil die werden hier auch ziemlich nützlich sein. Denn die sind ein bisschen besser als die normalen Rasenmäher im Pool. Ich glaube, man hat es noch nicht gesehen, wie die normalen Rasenmäher sind im Pool, aber die sind nicht wirklich allzu stark. So. Oh Mann, hier. Oh, man hat schon gehört, das ist einer von den Zombies. Einer mit einem blöden Helm. Total uncool. Das größte Problem hier ist halt, dass man nicht weiß, wo jetzt wirklich die Gefahr ist und wo man jetzt was hinpflanzen soll, weil die ja alle unsichtbar sind. Und der schwerste Feind ist der, den man nicht zählen kann. Oder so. Ja. Tolle Sätze, die ich nicht erfunden habe. Ich bin so toll. Und ich tue einfach mal noch so einen hin. Einfach zur Sicherheit. Vor allem da der hier oben langsam unsere Walnuss wegfrisst. Das wollen wir nicht. Also, ich will es auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das wollt. Das ist ja irgendwie eigenartig, wenn ihr irgendwie total wollt, dass ich hier verkacke. Ich meine, vielleicht wollt ihr das ja. Ich werde euch das aber nicht zeigen, wie ich verkacke, ja? Könnt ihr ruhig versuchen, hier mich dazu zu bringen. Dass ich verkacke, aber ich werde nicht aufgeben, niemals. Nimmer. Und man sollte halt auch aufpassen, wo die Erbsen aufhören. Und also wie weit die gehen und wo die dann zerplatzen. Weil dann weiß man natürlich auch, wo die Zombies sind. Und hier unten, ich tue einfach mal so einen hin. Wow. Einmal verrecken alle, obwohl die nicht mal Schaden machen, die Eispilze. Das Gute ist, dass wir immer weiter Eispilze bekommen. Und wir kommen jetzt auch ein bisschen weiter als letztes Mal. Obwohl, ich glaube, wir sind letztes Mal auch schon so weit gekommen. Nur unsere Rasenmäher waren da halt noch nicht da. Und mir macht es trotzdem immer noch Sorgen, dass wir dieses Mal verdammt wenige Walnüsse bekommen. Oder allgemein Pflanzen. Das Schwerste hier dran ist, dass die Pflanzen, die man bekommt, einfach nur viel zu schwach sind. Und da wäre es dann, glaube ich, sogar viel besser, wenn man wenn man diese Pflanzen selber hätte mitnehmen können. Naja. Wird schon irgendwie funktionieren. Piu, Eispilz. Hier wollte ich, dass die Pflanzen hier noch kommen. Und wir bekommen hier auch leider nicht weitere Walnüsse. Die könnten wir echt gut gebrauchen. Und irgendwo hier frisst. Hier unten. Hier waren zwei Zombies, darum hat man das so gehört. Und. Oh, man hat es gerade vielleicht gehört. Da. Oh, 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 oh. Da sehen wir die Eis.
freien Dings. Und es wird ein sehr großes Problem sein. Wir haben nämlich keine Matschkürbisse mehr und auch nichts, das das Eis wegmachen könnte. Oh oh. Wenn der jetzt nicht bald verschwindet, dann gibt's hier ein großes Problem, weil eine Walnuss bringt hier nichts. Und, hallo, Matschkürbis, bitte? Nein! Das könnte ein sehr großes Problem sein. Oh, hier sehen wir schon den Rauch. Hoffentlich explodiert er gleich. Explodier! Nein! Ja! Es explodiert. Jetzt hier so schnell wie möglich Walnuss hin tun, weil hier werden jetzt ein paar andere Zombies mit hierher kommen. Und die wollen wir hier nicht haben. Also ich will die hier auf jeden Fall nicht hier haben. Denn die sind nicht gerade die nettesten Zombies, weil das sind nicht. Die sind nicht alleine, die sind total schlimm. Die kommen hier einfach in ihrem komischen Eisfahrzeug her, das man nicht sehen kann. Und machen alles kaputt. Voll die Raudis, ist ja schlimm. Solche Leute würde ich nicht in meiner Nachbarschaft haben wollen. Nur leider können wir bei Zombies uns die Nachbarn nicht aussuchen. Also, vielleicht kann man sich doch die Zombies aussuchen, keine Ahnung. Aber ich kenne bis jetzt noch keine netten Zombies. Und, oh. Hier oben hätte ich es nicht hinmachen sollen, aber hier unten ist irgendwo ein blöder Delfin-Zombie. Und da kann man schon hören, da kommt der nächste Nemesis. Hier, oh mein Gott, wir brauchen Matschkürbis, bitte. Bitte! Ah! Wir haben letztes Mal gesehen, die sind so weit gekommen. Und dann wird der Walnuss hier auch kaputt sein. Vielleicht machen wir genug Schaden mit dem hier. Oder vielleicht kriegen wir noch Matschkürbis. Nein, wir kommen nicht. Komm schon! Du schaffst das! Band. Oh, jetzt hätte ich die Walnuss hier hinmachen sollen. Oh oh. Ah, gut, Eispilz. Der wird hier ein bisschen Zeit. Uns ein bisschen Zeit schenken. Und wir, das Ziel ist einfach, bis zur letzten Welle hier noch alle Rasenmäher zu behalten. Und, oh mein Gott, hier geht's weiter. Hier ist schon der nächste von denen. Komm schon, explodier! Und. Puh. Es wird ja immer schlimmer. Ich wette, hier kommen schon die nächsten Zombies angerast. Oh, man kann schon wieder einen von den bösen Eisaboni, keine Ahnung, wie heißen die nochmal? Keine Ahnung, man kann schon wieder einen von denen hören. Oh nein! Das ist ein großes Problem. Ich frage mich, ob ich die damit aufhalten kann. Nein, kann ich nicht. Und, oh oh. Jetzt kann man auch noch den selbstzerstörerischen Zombie nicht mal mehr hören. Aber wenigstens ist hier die Eisreihe weg. Und ich glaube, diese komischen Zombies, die durch die Zomboni, so heißen die, kommen, die kommen hier in dem dieses Mal irgendwie nicht. Das ist gut. Und puh, zum Glück ist der hier noch explodiert. Ich benutze jetzt noch einen Eisblitz. Weil ich will nicht, dass der hier durchkommt. Und was für ein stressiges Level. Ja, ein Matschkürbis. Den werden wir gebrauchen können. Für das nächste Zomboni-Vieh. Und eigentlich ist es kein Problem. Sobald die Level, die letzte Welle da ist, müsste jeder Zombie, der noch kommt, da sein. Und der würde dann eh von den Rasenmäher weggemacht werden. Also hoffen wir einfach mal. So, und hören wir es? Hören wir es? Hm? Ja, man hat es gehört. Irgendwo hier ist einer von den Eiszombies. Das Gute ist, dass man die wenigstens hören kann. Und hier unten, der wird sofort weggematscht. Zerstörung. Hier. Boing. Hat man es vielleicht sehen können. Ich habe gerade noch den Cheatcode für die coolen Brillen eingesetzt. Und jetzt sollten wir eigentlich relativ weit durchkommen, ohne überhaupt Rasen mehr zu verlieren. Hoffe ich mal. Und wusch. Wo sind, hier sind noch die letzten. Mal schauen, wie weit die kommen. Und so. Du wirst nie überleben. Fatz. Oh, hier gibt's noch welche. Ich dachte, das wäre der letzte. Mal schauen. Erbsenkanone. Los, piu-piu. Ihr dürft auch sterben. Zombies. Ich hätte nichts dagegen. Ach, hier oben sind noch vier. Hier sind noch mehr. Wow. Die kommen hier echt weit. Wie viele sind denn hier im Wasser? Das ist... Jetzt würde ich die gerne sehen. Das ist ja, so. Wow. Ja, schlimm. Ah, wer sagt's denn? Ah, Diamant. Puh. Also. Sah jetzt nicht das leichteste Level. Und Backhold mit Twist. Ja, wir kennen ja schon das normale ohne Twist. Interessant. Und jetzt mache ich noch schnell ein kleines Minispiel, das nicht so lange braucht. Und zwar das hier, das ist ganz lustig. Und ich habe hier schon zufällig drauf gedrückt, weil ich
mir aufgefallen ist, dass ich ununterbrochen die Maus anklick. Und das hier ist ein ziemlich lustiges Minispiel. Das ist so gesehen ein kleines Aquarium für Zombies. Und ja, hier kann man sich neue kleine Zombie-Aquarium-Viecher holen. Fische. Und die muss man halt füttern. Aber wenn ich jetzt hier eins so ein Gehirn mal mache, dann kostet es 5 Sonne. Das muss man aufpassen. Und man sieht immer, ob die Hunger haben, indem die hier grün werden. Wir wollen ja nicht, dass die verhungern oder was auch immer die machen. Keine Ahnung. Die schnorcheln hier ziemlich komisch. Weil eigentlich müsste die ja nicht an Sauerstoff kommen. Aber vielleicht ist ja in den Gehirn Sauerstoff drin. So. Und nicht sterben, meine Zombies. Und man muss sich hier den Gewinn, die Trophäe mit 1000 Sonnen kaufen. Aber ja, das war's auch eigentlich. Es ist so ein nettes kleines Minispiel, das überhaupt keinen Sinn macht. Aber ja, warum nicht? Es ist am schlausten, eine bestimmte Anzahl einfach so ein paar Zombies hinzutun. Oh, man kann mit Rechtsklick an die Scheibe dranhauen. Das ist lustig. Aber man sollte eine bestimmte Anzahl an Zombies hintun. Ich weiß nicht wie viele, einfach ein paar, dass man ein paar hat. Dass man sich sicher sein kann, dass jetzt genug Sonnenfraktzipäpel gemacht werden. Und dann, ja, sollte man eigentlich warten, bis die dann genug Sonnen hingemacht haben, um sich die Trophäe zu holen. Piu, piu, piu. Los, fresst! Gedeiht, meine Zombies, gedeiht! Man sollte aber auch aufpassen, dass die Zombies hier nicht verhungern. Oder was auch immer die tun, ohne Gehirne. Die werden ja ganz grün. Ist ja, keine Ahnung. Wenn Zombies wirklich sterben würden, wenn die nicht Gehirne fressen, dann wären die ganzen Zombie-Apokalypsen ja total einfach, wenn man lang genug sich irgendwo verstecken kann, weil irgendwann mal werden die keine Menschen mehr finden und dann werden wir eigentlich alle sicher. Naja, vielleicht brauchen Zombies ja auch nur Unterwassergehirne, warum auch immer. Vielleicht ist da irgendwie Sauerstoff mit drin. Weil ein Gehirn ohne Sauerstoff funktioniert nicht so ganz. Nur, hier fehlt auch irgendwie der Mensch, also braucht das Gehirn sowieso keinen Sauerstoff, weil es nicht wirklich funktionstüchtig ist wahrscheinlich. Hier, Philosophie über Zombies. Und, ja, man sieht hier schon, wir haben schon fast viel zu viel an Zombies. Es geht relativ schnell. So. So, und dann mal schauen. Das neue Minispiel ist Problem groß, Zombie klein. Das kennen wir ja schon irgendwoher aus dem Story-Modus. Aber wir werden hier die nächsten Minispiele erst auch nächstes Mal sehen. Ich werde nämlich jetzt die Folge beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.